Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Lost Lands Dark Overlord. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Das freut mich sehr. Im letzten Part haben wir der Herrin des Sees ihre Perle zurückbringen können. Und jetzt können wir hier endlich weiter. Denn unser Sohn Jimmy, der Sohn von Susan, wurde verschleppt von dem bösen Zwerg, dem Bruder von Uri. Okay, da sind wir. Wo auch immer. Und da oben habe ich schon ein Sammelobjekt entdeckt. Die sind echt gut versteckt hier, muss ich sagen. Ich gucke immer sofort danach. Momentan sind es Tannzapfen. Ich weiß gar nicht. Wir schauen mal eben. Wir haben jetzt 4-4. Es kann jetzt sein, dass wir in der nächsten Szene nach diesen Todesmasken schauen müssen. Dass es immer 4 sind. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre, weil das sind ja auch 9 statt 8. Und es ist noch immer noch ein Zapfen. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach. Wie gesagt, es ist ja auch für mich blind. Ohne Schlüssel kann ich die Kiste nicht öffnen. Ich habe ein Hockerbein. Was ist das? Da sind Fische im Wasser. Wenn ich sie heranlocke, kann ich vielleicht einen fangen. Also fangen kann ich sie bestimmt. Hiermit nachher. Aber ich habe nichts zum Anlocken. Wahrscheinlich brauche ich Würmer oder sowas. Wir sind in Schlumpfhausen. Okay. Ach, schau mal. Der hat was. Der hat was. Ah, da kommt das Hockerbein ran, ne? Da fehlt aber noch eins. Und wir brauchen einen Schlüssel, um weiterzukommen. Das war mal ein Bootshaken, aber der Griff fehlt. Ich gucke gerade, ob wir hier noch irgendwas sehen. Der Pelikan hat etwas im Schnabel. Ich muss ihn irgendwie vom Dach locken. Da habe ich erstmal eine Holzplanke. Und es offenbart sich ein Wimmelbild. Diesmal stehen unten Wörter und wir müssen diese Sachen suchen. Okay, dann schauen wir doch einfach mal, was brauchen wir denn? Oh Gott, was für ein Chaos. Wir brauchen aber den Besen auf jeden Fall. Das Fernrohr. Das Glas mit den Glühwürmchen. Das habe ich auch schon erspäht. Und die Gießkanne auch. Was gibt es hier denn noch zum Mitnehmen? Die Handschuhe dürfen wir auch mitnehmen, okay. Die Lupe. Das Horn. Der Hammer, den dürfen wir auch mitnehmen. Du musst 3 verschiedene Symbole zusammenstellen. Einen Hinweis hast du vor kurzem gesehen. Habe ich das? Da. Okay, kann ich mir das merken? Okay, das sieht man auch. Das sieht man auch. Okay, das haben wir. Den Kristall haben wir dafür bekommen. Okay, das Hufeisen brauchen wir nicht, was ich hier gesehen habe. Aber das Fass nehmen wir mit. Immer noch das Schiff. Das Schiff habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber doch, da. Hat sich erledigt. Die Glocke brauchen wir auch noch. Die ist da. Glöckchen klingen. Bald ist wieder Weihnachten. Wir haben erstmal Sommer, aber man denkt schon an Weihnachten. Ich mag Weihnachten. Freue ich mich schon drauf. Ich muss auch sagen, Sommer ist nicht so meins. Ich mag diese Wärme einfach nicht und kann sie nicht so gut ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo muss ich hier hin? Hier ist ein Pfeil. Ein Ruder. Ich sehe wieder alles Mögliche, außer das, was ich sehen soll. Okay, was brauchen wir? Zerbrochener Stock. Und ein Siegelring. Okay. Das Vorhängeschloss brauchen wir aber noch. Das ist da auf der Waage. Sehr schön. Was bekommen wir dafür? Den Kristall. Okay. Ah, hier. Eigentlich sind die ganz gut zu finden, weil wenn man da übers Bild geht, findet man die ja.
habe eine Holzplanke. Warum habe ich eine Holzplanke? Was war das? Was war das nochmal? Ach, da fehlt der Griff wieder. Ja, ja. Ja, ja. Da fehlt ein Schlüssel. Ah, guck mal hierfür vielleicht. Sauber. Oh nein, der Teddybär von Jimmy. Da. Damn. We were just a little too late. A little earlier, and we'd have caught up to them. But now, they're behind the gates. And you know, I wouldn't advise going in there. My brother lost his mind in those damn caves. It's where the terrible evil appeared. I see you are intent on going in there all the same. Forgive me, but I cannot accompany you further. These caves make me shiver in fear, so I won't be much use to you there anyway. I hope you will find your son. Good luck. Before, I imagined people as crude barbarians. But now I know that this is not the case. Okay, dürfen wir den Teddybären mitnehmen? Ja, das ist der Teddybär von unserem Jimmy. Natürlich gehen wir in die Minen. Er ist unser Sohn. Wir wollen ihn natürlich retten. In den Topf könnte ich etwas erhitzen. Wieso hast du Hunger, Susan? Naja, ist auch ein aufregendes Abenteuer, ne? Was brauchen wir hierfür? Ohne Schlüssel kann ich das gewaltige Tor nicht öffnen. Da ist auch noch irgendwas. Okay, da brauchen wir eine Kletterausrüstung. Das habe ich natürlich jetzt alles nicht. Und irgendwo ist bestimmt ein Sammelobjekt. Ich weiß jetzt nicht, was es sein wird. Vielleicht hat es auch keine richtige Reihenfolge, dass das immer hin und her wechselt. Einfach so ohne bestimmte Reihenfolge. Okay. Das ist diese Todesmaske. Okay. Also jetzt haben wir Folgendes. Da haben wir schon 5 von, da haben wir 4 von und da ist 1 von. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Gott, jetzt haben wir so viel im Inventar und so viele Szenen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir damit alles machen können. Wo war denn noch was zu tun? Hier kommen Kristalle rein, ne? Da kommt noch einer rein. Und ich habe einen Smaragd. Was ist das? Servierzange. Brotkrumen. Ich überlege gerade. Wo war denn? Ich weiß nicht. Mag er welche? Nein, da will ich das nicht reintun. Kann ich die hier verstreuen? Nein. Okay. Was hat er denn da? Ist das eine Schleife? Hier, Eule. Verscheuch ihn. Na, schade. Aber warte mal. Nee, das passt nicht. Wir haben so viele Sachen jetzt hier offenbart. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich spiele auf Experte, das heißt, die Karte bringt mir gar nichts. Das ist auch nicht das. Ich muss jetzt halt selber gucken, was wohin muss. Was ist das in der Mitte eigentlich? Ach, das ist der Drache. Der Drache sieht sehr episch aus. War hier noch irgendwas? Nee, da kommen wir immer noch nicht dran. Da haben wir auch noch nichts, ne? Da waren die Tassen. Okay. Dramatische Musik macht sich breit. Tierform haben wir noch nicht.
Das ist verdammt dunkel in diesem Raum. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe einen Smaragd, aber was tue ich damit? Hier waren ja nur diese, ne? Wo die Tierformen reinkommen. Schauen wir mal, wo konnten wir noch was tun? Ah, das Brot. Und dann holen wir uns den Fisch. Ah, okay. Dann weiß ich schon, was zu tun ist. Wir tauschen einmal. Hier, da ist was Besseres. Süß, wie er das da ablegt. Ach, das ist der Schlüssel. Ich dachte, das wäre nur eine Schleife. Okay. Gut. Ist der Schlüssel hierfür? Sehr schön. Das hat sich offenbart. Okay. Interessante Hütte. Da habe ich erstmal ein Hockerbein. Das brauchen wir gleich. Wieder. Ah, guck mal da oben. Ah, okay. Jetzt ist das wieder eine, ja, so eine Zapfe. Interessant. Wo ist der andere Zeiger der Uhr? Dass sie immer die ganzen Sachen verlegt. Mein Gott. Da will ich nicht reinfassen. Da. Nimm die Zange. Ich habe Angst. Er wirkt sehr bedrohlich. Das auf jeden Fall. Was ist das? Da brauche ich noch was. Hütte auf dem Wasser. Auf der Suche nach dem Schlüssel des Tores zu den Minen bin ich auf eine Hütte auf dem Wasser gestoßen. Es machte den Anschein, als ob jemand vor kurzem dort gewesen ist. Vielleicht Uris Bruder oder jemand ganz anderes. Auf dem Tisch habe ich die Zeichnung einer Uhr gefunden. Die Uhrzeit, die sie anzeigt, habe ich mir vorsichtshalber notiert. Die brauchen wir bestimmt für die andere Uhr. Was wir jetzt auch mal eben machen, bevor ich das vergesse. Hier kommt das Bein dran. Und dann nehme ich den kompletten Hocker einmal mit. In meine Tasche. Ja, ich habe eine sehr große Tasche, da passt das alles rein. Natürlich. Gut, was ist hier? Wie bekomme ich das da raus? Das ist eine gute Frage. Warum habe ich mein Fischernetz nicht mehr? Wenn ich das hätte, dann, ja, könnte ich daran. Da brauchen wir noch den Zeiger. Hier, den Hocker nehmen wir jetzt. Ne, das geht leider nicht. Die Eule holt das. Wofür brauchen wir die Eule noch? Frag ich mich. Was brauchen wir da noch? Da fehlt noch irgendwie so ein Piranha oder was auch immer das ist. Okay, so viel dazu. Was war das nochmal? Ach, da fehlte der Griff. Okay, was wir nochmal eben machen können, weil da weiß ich, wo das hingehört. Wir gehen nochmal eben zurück hier in Uris. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Oder ist das der Smaragd? Nein. Hat ja eine andere Form. Da fehlt nochmal so ein Drachenemblem. Okay. Schade. Ich dachte, ich kann das jetzt machen. Da fehlen sehr viele Teile. Ein Hocker. Was mache ich jetzt mit dem Hocker? Da hatten wir das. War hier noch irgendwas zu tun? Ich kann mit dem Licht nichts machen, ne? Das bringt mir leider nichts. Da ist auch nichts. Da komme ich auch nicht weiter. Dann gehe ich erstmal da weiterhin. Okay, wo können wir was tun? Ist die Frage. Hier war jetzt auch nichts mehr, ne? Außer das hier. Da kommen wir nicht an, glaube ich so. Ich glaube, der ist zu klein. Aber warte mal, kommst du da an? Ja, wunderbar. Die Eule hilft uns wieder. Ach, sie ist so süß. So eine kleine Schneeeule ist das, ne? Jetzt habe ich einen Saphir und einen Smaragd. Die Frage ist, was mache ich damit? Ich weiß es nicht. Dann kann ich irgendwas erhitzen.
Ich gehe hier noch mal hin. Kann ich den hier irgendwo hinstellen? Tatsache. Ein Stock und ein Bild. Alles klar. Dann geht's ja jetzt weiter. Dafür war der Hocker gedacht. Das Schiffsbild weiß ich, wofür das ist. Das ist hierfür. Okay. Finde die Übereinstimmung auf beiden Bildern. Eine Übereinstimmung. Okay. Interessant. Das ist cool. Also, wir müssen Gemeinsamkeiten finden. Keine Unterschiede, sondern Gemeinsamkeiten. Das ist natürlich auch sehr cool gemacht. Schöner Sonnenuntergang hier. Beide Bilder sind verschieden, aber doch irgendwo haben sie Gemeinsamkeiten. Das ist der. Finde ich cool gemacht, muss ich sagen. Okay, das Segel könnte auch gleich sein. Da sind so, ist so ein Mast. Oh, da muss man auch genau gucken. Da ist ein Anker. Das ist auch gleich. Gott, das sind aber einige, wa? Die ist auch richtig. Oh, die Möwe ist süß. Sehr niedlich. Sehr niedlich. Die Wolken. Ja. Gott, da muss man mal richtig hingucken, da. Wie viel brauchen wir noch? Fünf? Fünf. Mhm. Gott. Sieht ja eigentlich bis jetzt ganz gut aus, aber jetzt wird es immer schwieriger, ne? Jetzt haben wir nur noch drei Gemeinsamkeiten. Da ist die Laterne. Das erkenne ich jetzt gerade nicht so gut. Ist das da zu sehen? Ich glaube nicht. Ich mache erstmal weiter. Das da ist nichts, aber das hier. Eins noch. Da muss man echt gut gucken. Da muss man gut gucken. Da muss man gute Augen haben. Wie eine kleine Möwe. Bei mir sind es Möwen. Ich mag Möwen. Ich höre die gerne. Das ist was anderes, oder? Ich klick's mal an. Doch, es ist das. Super, wir haben alles gefunden. Adlerauge. Nein, es heißt Möwenauge. Ah, cool, wir haben die Rehfigur. Was ist das, ein Stock? Da fehlen die Tassen. Okay. Ich muss mich mal orientieren. Meine Orientierung ist nicht die beste, aber ich glaube, wir müssen hier hoch. Voll die schöne Figur. Ui. Das ist jetzt alles abgefallen. Und jetzt brauchen wir noch zwei weitere, ne? Das war einmal ein Fisch. Und ein Adler ist das, glaube ich. Wir haben jetzt noch einen Stock. Was machen wir mit dem Stock? Habt ihr eine Idee? Wenn ja, lasst es mich wissen. Nein, ich weiß es gerade nicht. Ich nehme ja wieso am Stück auf. Von daher, ja, bringt mir die Antwort leider nichts dann. Ich nehme ja mehrere Parts an einem Tag auf. Ich habe einen Stock. Was mache ich mit dem Stock? Das ist die Frage. Nee, das bringt mir natürlich nichts. Das war der Griff, ne? Das war der Griff. Dafür ist das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da oben konnten wir auch noch nichts machen. Ich sehe auch gerade, ich muss den Part gleich beenden. Oder was heißt, ich möchte den Part gleich beenden. Ich mache die Parts immer so um die 20 Minuten. Ich glaube, ich muss den Part jetzt erstmal so beenden, ohne dass wir weiterkommen mit diesen Sachen, die wir im Inventar haben.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne beim nächsten Mal mit dabei sein. Ich würde mich sehr über euch freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich sage schon, auf Wiedersehen. Eure Inori LP.